Moin Moin meine Freunde, in den nächsten Tagen ist es endlich soweit, die groß angekündigten Balance Changes kommen in das Spiel und ich habe wie immer die Möglichkeit, euch jetzt schon davon zu erzählen. Ich habe die Balance Changes vor mir liegen und ich werde sie euch heute alle vortragen. Wenn euch mein Content gefällt und ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne auf Ehren Abo da. Bald geht's dann auch wieder los mit den besten Decks nach den neuen Balance Changes, da wird nämlich wieder einiges anders. Wird super geil, ich habe schon wieder richtig Bock darauf, gleich Mini zu grinden. Wir fangen an, let's go! Beginnen möchte ich mit den Bugfixes bzw. mit generellen Änderungen. Da gibt es nämlich einmal den Gizmo-Bug. Momentan kann man Gizmos leider auf Sonderfelder placen mit einem kleinen Trick. Der wird gefixt, dann geht das nicht mehr, ist nämlich auch ziemlich unfair. Damit haben sich einige Leute ganz hoch ins Leaderboard gescheatet. Ist eine dumme Sache, wird gefixt. Und Funboxen werden limitiert auf eine pro Tag. Das finde ich schon eine sehr weirde Änderung. Also weiß nicht, ob das so viel bringen wird. Es ändert ja nichts daran, dass die Funbox ist, wie sie ist. Also es haben sich halt einige über die Funboxen beschwert. Aber die jetzt auf eine am Tag zu limitieren, ja, keine Ahnung, ob das jetzt so eine coole Änderung ist. Feiere ich persönlich nicht, aber naja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich denke mal, dass beim nächsten Update die Funboxen dann komplett überarbeitet oder entfernt werden. Das war es auf jeden Fall mit den Änderungen bzw. Bugfixes. Da gab es jetzt diesmal nicht ganz so viele, wobei der Gizmo-Bug schon sehr groß war. Also ist schon gut, dass das geändert wird. Wir machen weiter mit den Helden. Und da beginnen wir mit einer Änderung der Countess, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Die Basis-HP werden von 11 auf 10 reduziert. Und die Basisenergie wird von 7 auf 6 gesenkt. Ja, okay, sie kriegt jetzt schneller die Ulti, hat aber auch ein bisschen weniger Leben. Ich weiß nicht, ob das die Countess jetzt wieder ein bisschen besser oder schlechter macht. Irgendwie, ich habe das Gefühl, dass die Countess weiterhin relativ weit unten bleibt und weiterhin relativ unspielbar ist. Nächste Änderung, ganz klar notwendig, der Monk. Der bekommt nämlich einen Hardcore-Nerf, beziehungsweise gar nicht so einen krassen Nerf an sich, aber die Auswirkung dabei, die ist halt schon heftig. Seine Basis-HP werden von 13 auf 12 gesenkt, das ist aber jetzt nicht ganz so wichtig. Aber seine Ulti macht jetzt nur noch 80 Schaden. Klar, 80 Schaden ist mehr als jeder Mini-Leben hat, aber sie macht nicht mehr Instant-KO. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Fähigkeit vom Royal Champ und die Fähigkeit vom BK, die Immunfähigkeit am Ende, dass die greift und nicht mehr vom Monk ignoriert wird. Damit hat man jetzt auch mit dem Barbarenkönig und mit dem Royal Champ eine gute Chance gegen den Monk. Wobei mit dem Royal Champ hatte man vorher schon eine gute Chance, aber nun auch mit dem BK. Dieser bekommt nämlich auch noch einen insane Buff, also da passiert eine Menge beim Barbarenkönig. Und ich glaube, dass der schon wieder in die Meta rutschen könnte. Erstmal gibt es einen kleinen Bugfix mit seiner Unbesiegbarkeit-Fähigkeit. Also am Ende hat er ja, wenn er noch 1 AP hat, kriegt er so einen Unbesiegbarkeits-Buff, dass man ihn halt nicht besiegen kann. Und das ist wohl nicht immer ausgelöst worden. Da gab es wohl ein paar Fälle im Spiel, dass dieser Buff halt nicht ausgelöst wurde. Gut, ich habe das jetzt selber, um ehrlich zu sein, gar nicht so mitbekommen, in welchen Fällen das dann war. Aber gut, wird jetzt geändert. Dann wird seine Grundenergie von 9 auf 10 erhöht. Das ist halt ein bisschen mehr, aber das ist nicht schlimm. Dafür wird die Ulti auch um einiges besser. Seine Grundangriffsgeschwindigkeit wurde auch nochmal von 0,8 auf 0,75 verringert. Aber auch das ist nicht ganz so schlimm. Ich glaube, dass das die verbesserte Ulti wieder ausgleicht. Die Dauer der ersten Fähigkeit, also der Ulti, wurde jetzt von 4 auf 3 Sekunden reduziert, aber dafür wurde der Bereich angepasst. Der Bereich wurde vergrößert. Auf Level 2 und auf Level 4 verlängert sich die Ulti jetzt auch nicht mehr auf 1,5 Sekunden, sondern nur auf 1 Sekunde. Aber dafür kannst du die Ulti jetzt wieder auf den gesamten Bereich aktivieren, wenn du sie auf Level 3 hast. Also damit betrifft das alle Verbündeten. Jeder Mini kriegt wieder den Barbarenkönig-Buff und damit kriegt der Barbarenkönig seine alte Stärke zurück. Unterm Strich also ein paar Nerfs, aber ein entscheidender Buff und deswegen glaube ich, dass der Barbarenkönig definitiv wieder besser wird, als er vorher war. Und die letzte Heldenänderung ist der Royal Champ. Die Basis-HP wurden von 12 auf 11 reduziert. Also ein kleiner Nerf. Ich glaube nicht, dass man den wirklich merkt. Kommen wir nun zu den Minis und da fangen wir an mit dem Ice Wizard, der ein überraschendes Rework bekommen hat. Seine letzte Fähigkeit wird ausgetauscht. Ich weiß noch nicht, ob ich das für gut heißen soll oder ob ich das nicht so geil finde, weil eigentlich war die letzte Fähigkeit in manchen Fällen echt brauchbar, vor allem wenn der Gegner sowas wie Miner gespielt hat. Auf jeden Fall nennt sich die neue letzte Fähigkeit Eisblock. Dies ist eine Clash-Fähigkeit, die ihn selber und zwei verbündete Minis in der Nähe einfrieren. Diese können dann halt auch nicht angreifen, aber sie sind am Anfang immun gegen Angriffe
Und das bleibt dann so lange, bis sie einmal angegriffen werden oder für 3 Sekunden. Ich glaube, damit kann man echt ganz geile Plays machen. Vor allen Dingen kann man dann auch mal andere Sachen in die Frontline setzen. Ich bin gespannt. Der Ice Wizard ist sowieso ein Mini, den man immer gut ins Deck reinpacken konnte. Schon vorher. Und jetzt kann man die Fähigkeit bestimmt auch ab und zu mal ganz gut usen. Mini Nummer 2 auf dem Plan ist der Archer. Den hat man ja jetzt länger gar nicht mehr gesehen so richtig. Und das könnte sich jetzt auch wieder ändern. Allein schon dadurch, dass der Barbarenkönig gebufft wurde, glaube ich, dass der Archer ein kleines Comeback feiern wird. Seine erste Fähigkeit wurde ein bisschen gebufft. Durch diese erhält er ja einen zweiten Pfeil, schießt dafür aber um 0,2 langsamer. Und das wurde jetzt auf 0,1 verringert. Bedeutet, er schießt halt mit dem zweiten Pfeil ein bisschen schneller als vorher. Das wird man schon merken, glaube ich. Seine zweite Fähigkeit ist ja eine Boast-Fähigkeit. Die hat vorher für 6 Sekunden gehalten und hält jetzt nur noch für 4 Sekunden. Also ein kleiner Nerf. Aber dafür kriegt er eine neue dritte Fähigkeit. Und dieser erhöht sein Angriffstempo um 40%, wenn er gerade seine Boast-Fähigkeit aktiv hat. Bedeutet, die dritte Fähigkeit spielt quasi mit der zweiten zusammen. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das im Spiel aussehen wird. 40% ist schon eine Hausnummer. Als nächstes haben wir einen kleinen Buff beim Spear Goblin. Und zwar wird sein Speer jetzt wieder 6 anstatt 5 Damage machen. Könnte wahrscheinlich sehr interessant sein, dadurch, dass der Barbarenkönig gebufft wird, kommen wahrscheinlich einige 2 Elixier-Einheiten wieder mit ins Spiel. Bisher hatten wir so eine 3 Elixier-Meter. Ich glaube, dass das jetzt doch wieder ein bisschen Richtung 2 Elixier wechseln könnte. Die nächsten 2 Minis werden insane verändert. Die größte Veränderung bei den beiden Minis sind nämlich die Elixierkosten. Der Lumberjack kostet jetzt einfach nur noch 2 Elixier. Das bedeutet, dass man ihn wahrscheinlich in so gut wie jedem Barbarenkönig-Deck sehen wird. Dadurch, dass er ein bisschen günstiger gemacht wurde, hat er natürlich auch ein paar Nerfs bekommen. Einmal wurde seine Basis-HP von 13 auf 8 reduziert, also macht natürlich auch Sinn. Ein 2 Elixier-Mini mit 13 HP wäre halt schon sehr, sehr frech. Des Weiteren wird seine K.O.-Fähigkeit ein wenig genervt. Diese hält jetzt nämlich nur noch 3 Sekunden statt 4 Sekunden. Genau das gleiche passiert auch bei seiner ersten Star-Fähigkeit. Diese hält jetzt ebenfalls nur noch 3 statt 4 Sekunden. Und seine dritte Fähigkeit wird auch nochmal etwas genervt. Dort wird das Angriffstempo nämlich jetzt nur noch auf 200% anstatt auf 250% erhöht. So wie beim Lumberjack die Elixierkosten verringert werden, werden sie beim Swordsfishman erhöht. Dieser wird nämlich jetzt ein 3-Elixier-Mini. Und auch das, glaube ich, ist sogar eine geile Änderung, weil man jetzt den Swordsfishman oft in 3-Elixier-Decks sehen wird, wie zum Beispiel beim Royal Champ, den man ja sowieso gerne mit 3-Elixier-Minis spielt. Und ebenfalls wie der Lumberjack genervt wurde, wird natürlich der Swordsfishman etwas gebufft, damit er auch ein ebenbürtiger 3-Elixier-Mini wird. Seine Basis-HP werden von 8 auf 11 erhöht. Was halt schon krass ist für so einen kleinen Mini. Ich finde, der Swordsfishman sieht auch original aus wie so ein 2-Elixier-Mini und jetzt kriegt er einfach 11 Basis-HP. Das ist schon eine Menge. Sein Grundangriffstempo wird von 0,65 auf 0,75 erhöht. Also er greift ein bisschen schneller an. Aber seine Energiekosten werden auch von 4 auf 6 erhöht. Also da kriegt er seine Ulti ein bisschen langsamer. Das könnte sein, dass sich das ausgleicht dadurch, dass er schneller angreift. Außerdem wurde nochmal das Angriffstempo pro Upgrade angepasst. Das wurde von 0,1 pro Upgrade auf 0,15 erhöht. Seine Superfähigkeit wurde auch verbessert. Diese hittet jetzt nicht mehr 3-mal, sondern 5-mal. Und das dritte Upgrade, dieses Schild bei der Superfähigkeit, hält jetzt einfach für 4 Sekunden und gibt einem Schild von 5 anstatt von 4 Leben. Ich bin super hyped drauf. Ich freue mich schon richtig, den Swordsfishman endlich mal wieder zu spielen. Ich feiere den nämlich eigentlich. Nächste Änderung, ganz klar, Mini-Packer. Der Pancake-Buff wurde entfernt. Momentan war der Mini-Packer mit dem Pancaker einfach viel zu stark und hat das komplette Spiel dominiert. Muss weg, ist richtig so. Valkyrie bekommt einen kleinen Buff. Basis-HP von 11 auf 12 erhöht, kann man machen, muss man aber nicht, ist okay, wird man glaube ich nicht wirklich merken. Der nächste Mini, der ja ordentlich polarisiert in letzter Zeit, ist der Bowler und der bekommt einen kleinen Nerf. Seine Basis-HP werden von 12 auf 11 gesenkt, ist jetzt nicht so viel, er kriegt auch nochmal einen kleinen Angriffsgeschwindigkeitsbuff, sein Angriffstempo wird nämlich von 0,35 auf 0,4 erhöht, aber dafür kriegt er nochmal einen kleinen Nerf bei der Angriffsgeschwindigkeit pro Upgrade. Diese wird nämlich von 0,15 auf 0,1 reduziert. Ich glaube, das ist dann eher eine kleine Anpassung, aber da man den Bowler eh hochzieht, bleibt es fast gleich. Allerdings gibt es eine kleine, aber wesentliche Änderung im ersten Upgrade. Damit macht seine große Kugel jetzt nicht mehr 4 Damage mehr, sondern nur noch plus 2. Das ist schon ein guter Buff. Ich glaube, das war auch notwendig. Der Bowler war echt sehr strong. Nächster Mini, Giant Scaly. Ordentlicher Buff, Digga. Der wird richtig hochgebufft.
Gut, man hat ihn aber jetzt auch kaum gesehen. Ich glaube, das kann eine geile Nummer werden. Vor allem dadurch, dass der Monk so ein klein bisschen genervt wurde. Da macht nämlich schon die Grundfähigkeit, also die K.O.-Fähigkeit, seine Bombe jetzt 3 anstatt 2 Schaden. Und das erste Upgrade macht jetzt 5 anstatt 4 Schaden. Also die Bombe kriegt nochmal ordentlich Power. Die Musketierin kriegt eine neue dritte Aufwertung. Bisher hat man die auch wirklich nicht so oft gebraucht. Und das ist eine Clash-Fähigkeit. Mit ihr bekommt die Musketierin 4 Energie über 2 Sekunden am Anfang der Runde. Das heißt, sie kriegt ratzfatz ihre Ulti. Und auch beim Healing Ranger wurde die dritte Fähigkeit angepasst. Bin gespannt, ob das taugt. Der Heilungsspeer wird nämlich jetzt nur noch 3 statt 4 Sekunden den Verbündeten einen Buff geben. Kommen wir nun zu unserem lieben Tanker, dem Mega Knight. Auch der hat einen kleinen Buff bekommen. Und zwar die dritte Fähigkeit. Wenn er getroffen wird, erhält er 2 Energie und wenn er jemanden Schaden hinzufügt, kriegt er noch 1 Energie dazu. Bedeutet, dass er schneller seine Ulti bekommt. Nächster Buff, Royal Ghost. Der ist jetzt mit seiner Clash-Fähigkeit für 3,5 anstatt für 3 Sekunden unsichtbar. Zum Glück nur bei der Clash-Fähigkeit und nicht noch beim Upgrade. Also, ich glaube, das ist in Ordnung. Als nächstes haben wir den guten Battle Healer. Der wurde ein wenig gebufft. Superfähigkeit hielt jetzt 4 anstatt 3. Und er bekommt ein neues zweites Upgrade. Und dieses nennt sich Shining Plate. Es ist eine Kombination aus der Superfähigkeit. Immer wenn er die Superfähigkeit einsetzt, jemanden damit healt, kriegt derjenige noch einen Block für 3 Sekunden. Last but not least ist dann der Prinz. Und da wurde das Pony angepasst bzw. gebufft. Das hat jetzt 10 anstatt 8 Leben. Eine Menge Änderungen bei den Minis. Bin gespannt. Es wird definitiv die komplette Balance einmal über den Haufen werfen. Aber besser ist es, können wir wieder neue Decks rausfinden. Vielleicht kann man dann auch mal wieder mit anderen Helden spielen. Wäre schon ganz geil, mal wieder was anderes außer Monk 3 Elixier oder World Champ 3 Elixier zu spielen. Allerdings sind wir noch nicht ganz fertig. Wir haben ja noch die Gizmos. Und da wurden 2 Stück verändert. Einmal der Hotpot, der hat nämlich jetzt 18 anstatt 16 Leben. Und das Wartut. Da wurden die HP einfach mal von 26 auf 18 reduziert. Das ist halt insane viel. Dafür ist die Reichweite aber auch um einiges erhöht worden. Also ich glaube schon, dass das geiler ist, weil Wartut ist eigentlich quasi nie gestorben und 18 ist immer noch mehr als genug. Und dafür eine größere Reichweite, das taugt schon ordentlich. Das war's mit dem Balance Challenge, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Wird dann wahrscheinlich das neue beste Deck sein. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.